Leute, was geht ab am Start und herzlich willkommen zum wohl besondersten Video hier auf meinem Kanal, Freunde, von der YouTuber-Insel, denn im heutigen Video finden wir mal die Base von Ente. Und ich sage euch ehrlich, hier sitzen im Hintergrund, wir sind gerade in der Wasserkrieger-Base. Ich habe sie einfach gefunden, weil Ente den dümmsten Fehler seines Lebens gemacht hat. Das Geile ist, Ente fährt heute Abend weg und kommt erst übermorgen wieder. Das heißt, ich habe alle Zeit der Welt und ich werde den komplett hops nehmen, Freunde. Amir ist auch wieder am Start, wir gehen jetzt gleich sofort los. Amir? Was geht, Bro? Bro, du hast schon gehört, ne, mit Ente Space, dass ich die gefunden habe? Ne, hab schon gar nicht gehört. Hä, hab ich dir nicht gesagt? Nein. Bro, ich habe Ente Space gefunden, Junge. Oh. Aber ich muss dazu sagen, da war noch nichts in den Kisten. Vielleicht inzwischen, ich habe es gestern Nacht gefunden. Aber ja. Ganz wichtig, Bro, das darfst du noch keinem erzählen, okay? Niemandem. Ja, 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 ja. Weil noch ist Ente da, heute Abend fährt er weg und dann werde ich eine Falle bauen, Junge. Dann werde ich den Hauptsinn, Junge. Geil. Das wird zu krank, Digga, das wird geil, so geil. Geil, sehr gut. Junge, er hat in seinem Video einen Fehler gemacht, wo man eine Millisekunde rausgucken konnte. Und ich werde es euch gleich zeigen, Freunde. Und dir zeige ich es gleich auch noch, Bro. Das ist der dümmste Fehler der Welt schon wieder. Aber das ist wieder typisch Alpha-Clan. Die machen nur dumme Fehler. Die machen immer dumme Fehler. Und ich habe es ja schon vor... Ich glaube, wann habe ich es gefunden? Gestern, also gestern, kurz nach der Aufnahme. Ja. Bro, er rafft halt auch selber gar nichts. Und es hat auch keiner bei ihm in die Kommentare geschrieben. Junge, ich werde ihn so zerstören. Selber schuld, er hat mit uns angelegt. Wir machen den platt jetzt. Ja. Für den Mist, den er gebaut hat. Ganz einfach, Bro. Und ich werde meine Sachen wiederholen. Ich habe gesehen, er hat alle meine Sachen, meine komplette Rüstung, er hat alles noch in der Kiste. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre geflaxt. Junge. Das ist nicht nur das End kaputt. Ah, nee, doch, stimmt, da gibt sogar Sinn, weil Alpha hat ja auch Russik seine Sachen wieder gehabt. Bro, ich habe von Russik gestern, guck mal hier, ich habe mein Schild wiederbekommen. Und da war mir klar, okay, dann haben die alle Sachen. Dann werden die alle Sachen. Weil das hatte Alpha Stein und hat es irgendwie Russak gegeben, warum auch immer. Aber ja, Bro. Okay, sehr gut. Das heißt, da können wir die Sachen dann wieder snacken. Safe, nice. Aber ich habe gesehen, Max ist wieder da. Unser ja, habe ich auch gerade gesagt. Den haben wir gestern total auch vergessen, ne? Ja, stimmt, haben wir voll vergessen. Aber er war gestern aber muss sagen, er war im Urlaub und war ja nur so einen halben Tag da. Wir wussten dann nicht, wie. Aber der ist am Start. Wir müssen mit dem aber auch quatschen, ne? Safe, Bro. Und wir müssen den mal up-to-date halten, was hier abgeht. Ich glaube, Max hat gar nichts mitbekommen. Der hat sich ein paar Tage mal Urlaub genommen, Freunde. Was man sich auf jeden Fall nochmal nehmen sollte. Deswegen, soll ich dir mal schreiben, ob er kommt? Ja, kann man eigentlich. Warte mal. Message. Max, bist du da? Der wird wahrscheinlich nur sagen und Fragezeichen über seinen Kopf. Naja, safe. Wenn wir dem erzählen, dass ich im End war, fast gebannt wurde. Junge, der wird gar nicht mehr klarkommen. Aber genau, da hinten geht's auch weiter. Hä? Wer läuft da unten rum? Ja, das ist Max, das ist Max. Das ist doch Max. Warte. Da hinten haben wir, by the way, die Wand auch weitergebaut, Freunde. Jetzt sind, glaube ich, noch ein, zwei Linien. Hallo? Ey, Jungs, was geht ab? Was geht, Bro? Ey. Die Frage lieber nicht stellen, Alter. Jungs. Ich habe viele Fragen an euch. Ja. Sehr viele Fragen. Es gibt viele Antworten, glaub mir. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber lass uns rübergehen zum Tisch lieber. Ja, lass mal zum Tisch rüber. Ich check gar nichts mehr. Ich war ein Wochenende weg und ich check hier wirklich gar nichts mehr. Ich sehe nur, Leute wurden gebannt. Auf einmal hier jemand fliegt mit einer Elytra rum. Also, ja, Junge! Okay, klärt mich auf. Klärt mich bitte auf. Okay. Ja, wo soll man am besten anfangen? Also, wer ist jetzt gerade gebannt? Alpha Stein und Flauschi, oder? Ja, Flauschi habe ich nämlich gerade schon wieder getroffen. Die ist wieder endlich. Ich blick da auch nicht mehr durch. Aber okay. Auf jeden Fall, Alpha Stein ist gebannt. Und Alpha Stein ist safe gebannt. Ja, und ja Alpha Stein ist gerade gebannt, aber Russik war vor ihm gebannt. War davor gebannt. Ist jetzt wieder entbannt und Junge, es ist wirklich komplett. Also. Okay, und warum war Russik gebannt? Guck mal, ich fange mal von Anfang an. Und zwar ging es so los, dass ich habe ja ganz viel TNT und sowas. Russak ist ja damals bei mir eingebrochen. Hast du das Video dazu gesehen? Ja, habe ich gesehen. Genau, er ist ja irgendwie, hat sich nochmal einen Schlüssel gesneakt, ist bei mir eingebrochen, kein Plan was. Und dann hat er auf meinem PC meinen Google Drive-Ordner gefunden, wo alle Koordinaten drin waren. Wasserkrieger, Geheimbase, Creeper Farm, alle also Geheimbase. Die Geheimbase vom Wasserkrieger ist mittlerweile geleakt. Nicht geleakt, aber nur Russa kennt sie. Nur Russa kennt sie. Ja. Und er hat mich dann unter Druck gesetzt, weil er irgendwie für den Frieden sorgen wollte, dass er jetzt einen neuen Clan aufmacht, die Endkrieger mit Alpha Stein zusammen und mit mir, weil ich ja niemals mit Alpha Stein was machen würde sonst. Und dann hat er mir mein TNT geklaut und hat gesagt, du kommst jetzt in den Clan, ob du willst oder nicht. Alter. Oha, ja, Bro, also wirklich Katastrophe. Und dann waren wir in diesem Clan, haben ein Meeting gehalten am Enderportal, also am Endportal. Okay. Und dann hat Alpha Stein einfach die Augen reingesetzt und dann waren wir im End. Alter, also du warst auch im End gewesen. Ja, ich war auch im End. Ich hatte gar keinen Bock, da irgendwas zu machen, weil man wird halt gebannt. Ist ja verboten. So. Ja, ist ja gegen verboten. Die ja. Und dann waren wir da drin und dann hat Ente mich runtergeschubst und ich bin gestorben und habe alles verloren. Und Russak auch. Oh mein Gott. Guck mal, wenn man es im Nachhinein so erzählt,
Das hört sich alles so weird an, aber es war genau so. Ja, okay, aber warum? Jetzt habe ich mehrere Fragen. Aha. Warum wurde Ente nicht gebannt, obwohl er auch im Ender war und jetzt mit Elytras rumfliegen kann? Weil Alphastein quasi das Portal eröffnet hat. Nein, stopp. Es wurde erst, wurden Erweif und Russak zum Admin geholt und beide sollten bei Russak alles auf sich genommen. Genau. Und damit hat auch Russak die Schuld von Ente und von Alpha auf ihn genommen. Und der Admin hat wohl gedacht, alle Sachen weggezogen zu haben. Und dann hat Alphastein den Platz von Russik eingenommen. Also, nee, gerade nochmal ausführlicher. Die waren dann, wir sind runtergefallen, ne? Die haben uns runtergekickt. Aha. Die beiden waren noch im End, haben den Enderdrachen besiegt und sind dann ins erweiterte End, wo man halt Elytras farmen kann und so. Mhm. Haben sich die Taschen voll gemacht mit Schalker-Chess, mit Elytra, allem drum und dran. Ehrenlos, Junge. Dann kam der Admin und hat gesagt, alles clearen, ihr müsst alles abgeben sofort. Haben die dann auch gemacht für den Großteil, aber haben einfach zwei Elytren und ich glaube sogar noch ein paar Schalker-Chests einfach mitgeschmuggelt. Boah, Bro, warum die jetzt nicht gebannt werden, ich verstehe es gar nicht. Also klar, Alpha ist weg, aber warum Ente? Weißt du, was ich schon überlegt habe? Vielleicht haben die auch, oder Ente, den Admin bestochen. Hier mal 100, 200 Euro Paypal. Keine Ahnung was. Hm. Apropos bestochen und Paypal, warte mal. Das kann doch nicht sein, das macht doch keinen Sinn. Nicht, dass du die ganze Zeit da ohne mit rumläufst. Oh, sorry. Oh. Oh, danke, korrekt. Also, ich habe auch gerade schon versucht, Ente anzugreifen, aber mit drei, zack, Elytra. Kriegst du nicht hin, ich habe hab auch gestern gegen ihn gekämpft. Macht keinen Sinn. Man muss den irgendwie stoppen. Also, ich hatte jetzt schon überlegt, dem vielleicht irgendwie eine krasse TNT-Falle zu stellen oder so, weißt du? Ja, also ich habe schon... eine Falle, mit der er gar nicht rechnet. Der fährt heute Abend, der fährt ja weg für zwei Tage. Und sagen wir mal so, ich habe schon seine Base gefunden und ich kümmere mich darum. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ah, okay, das ist sehr gut. Und das ich muss mir meine Sachen gut, wiederholen. Ja? Er hat immer noch meine ganze Rüstung, alles. Ich werde sie kriegen. Der hat meine Zweitrüstung gerade. Naja. Okay. Also den muss man auf jeden Fall... Aber das heißt, er ist ja quasi gerade auf sich allein gestellt. Komplett, ja. Ja. Aber man muss sagen, er hat die mächtigsten Sachen dafür. Ne? Er kann rumfliegen, er hat einen Dreizack nochmal extra. Er ist halt wirklich sehr stark aktuell. Den zu catchen ist eigentlich fast wie unmöglich. Und selbst wenn er einmal irgendwie erwischt wird, er hat ja noch meine zweite Rüstung. Also er... Ja Bro, krass, der Typ. Kommt er auch an viele Totems ran? Freunde, der hat sau viele. Die haben sau viele noch vom Alpha-Clan damals. Okay. Rustig damals. Na gut, okay, dann danke für das Update, Jungs. Also kurz zusammengefasst, aktuell nur Alphastein gebannt. Ja. Enter hat Elytren, zum Glück. Aus irgendeinem Grund nicht gebannt. Okay. Eine Sache müssen wir noch erzählen. Ah. Stimmt, warte mal. Hier fehlt ja jemand am Tisch. Ein Mitglied weniger jetzt. Hä? Flauschi? Flauschi wurde leider rausgeschmissen. Aber was heißt rausgeschmissen? Sie hat halt... Sie war ja gebannt. So doof. Ja, sie war halt gebannt, weil keiner hat verstanden, warum. Sie ist einfach alleine ins End, um Elytren zu farmen und dann nicht mal für die Wasserkrieger, sondern für Candy. Es hat gar keinen Sinn gemacht. Candy und sich. Ja. Aber sie weiß doch auch, dass das verboten ist. Waren wir ja so. Und ich sag dir ehrlich, Max, als Wasserkrieger können wir nicht die ganze Zeit so Sachen machen wie Alpha Clan und dann sagen, dass der schlecht ist. Ja, und dann selbst so, das wäre ja Doppelmoral, gut, kann ich dann verstehen. Dann sind wir jetzt nur noch zu dritt unterwegs. Ja, aktuell erstmal. Aber auch gute Nachrichten, guck mal, das Loch ist fast fertig. Jetzt, wo du nochmal weg warst, ging's weiter. Das heißt, wir können demnächst anfangen, richtig zu bauen. Also wenn du schon irgendwie eine Ecke oder so im Augenwinkel hast. Dann kann hier die Stadt erbaut werden. Safe. Jungs, ich sag euch ehrlich, ich bin mir noch gar nicht so recht sicher, ob ich überhaupt hier noch bleibe auf der YouTube-Insel. Wie? Ich sag euch ehrlich, ich überlege ein bisschen, ob das heute mein letzter Tag hier ist. Nein! Ich lasse die Leute in den Kommentaren abstimmen und bewerten, weil... Der wird gebannt, der hier macht der Admin, keine Ahnung. Ja, aber warte mal. Wow, aber das ist, weil die Leute alle am Durchdrehen sind. Es muss halt Leute geben, die mal jetzt so einen Schlussstrich ziehen und dafür sind wir dann da. Ja, glaub mir, lass mich das mit Ente und so erledigen, danach ist wieder Ruhe. Ich werde es mir überlegen. Apropos, wo ist denn überhaupt die Geheimbase von dem? Ja, ich muss da jetzt erst nochmal... Ich weiß grob, wo sie ist. Ich werde sie gleich finden. Okay, weil ich wollte mir das auch mal angucken, was der da so gemacht hat. Da ist nichts. Es ist nur ein kleiner Raum mit zwei Kisten oder so. Okay, also eine richtige Base kennst du ja. Alpha Clan und Bauen und so. Ja, das ist eher weniger. Das machen eher weniger. Damit die nicht angreifbar sind. Naja. Apropos Wasserkrieger, Max, willst du nicht unser Rüstungsschema haben, so wie die alle haben? Ja, müsste ich mich auch mal drum kümmern, aber müsste ich wieder Netherite farmen und so. Nein, du kannst auch umswitchen. Das geht. Ach, kann man das einfach umswitchen? Ja, klar. Ich weiß wenn da schon was drauf ist. Ach so, okay, krass. Ja, dann würde ich auf jeden Fall machen. Würde ich mit Blau machen dann. Ja, gebe ich einfach Diamanten. Warte, ich hol's dir direkt.
Okay, korrekt, sehr gut. Guck mal, Flausch hat hinten sogar Casinos schon gesehen. Alter, richtig krass. Ja, ich hab sogar ein Wasserkrieger-Casino gebaut. Ja, ich muss mich hier mal noch vernünftig umschauen, ja. Ja, safe. Also rechts das Haus ist von mir, aber erstmal ganz klein und provisorisch dann in der Ecke. Aha. Links die zwei Häuser ist einmal Lagerhaus von Flauschi gewesen und einmal ihr normales Wohnhaus. Ich weiß nicht, ob die auch schon ausgezogen ist jetzt oder was genau abgeht. Ach, da, also die darf jetzt auch hier nicht mehr wohnen dann? Ja, wir haben noch nicht mit der geredet. Das war halt einfach eine doofe Aktion so. Wir müssen einfach, glaube ich, mal mit der reden. Aber die hat jetzt ja nicht Hausverbot oder so. Wir mögen ja Flauschi trotzdem. Hier, ja. Vielleicht ist sie ja so. Ja, gut, ist aber dann auch wieder, macht man sich halt auch unglaubwürdig als Wasserkrieger. Ist wirklich schwer als Wasserkrieger, ne? Keine Ahnung. Ja. Wir stehen halt für Gerechtigkeit und nicht für Regelverstöße. Aber das Casino, ey, warte mal, das muss ich mir mal angucken. Ich sag dir ehrlich, Junge, da hat Flauschi so einen rausgehauen. Das ist so krass. Bro, das ist nicht wie du das damals hattest. Warte, guck mal, hier musst du das reinlegen unten. Hier, ich geb dir mal einen Diamant oder so. Ja, hier, guck. Mach mal. Was? Bro, das ist einfach wie so eine Slotmaschine, guck. Yo! Alter, wie krass ist das Casino? Hey, aber die klappen nicht. Eigentlich klappen alle drei. Erstmal kaputt gemacht. Ja, hat irgendjemand was wohl abgebaut. Okay, komisch. Oh, warum wird immer alles kaputt gemacht, ey? Warte, probier nochmal. Ja, jetzt. Hey. Hat er ja auch nicht. Irgendwas ist da kaputt hinten im Maschinenraum. Ja, muss man nochmal irgendwie abchecken. Schade, sehr, sehr schade. So. Wäre cool geworden. Ja, Amir? Ich hab alles dabei, was du brauchst, um das zu machen. Alter, jetzt kriege ich hier meine richtige Rüstung. So. Boah, das wird geil aussehen. Okay, Max, bist du ready? Ich bin ready. Let's go. Hier. Oha. Hier sind Diamanten dafür, dann kannst du gleich Diamanten draufklatschen. Alter, ey, hier einmal Vollausstattung. Natürlich, das wird fresh aussehen. Zack. Zack. Oha. Okay, der Helm ist schon mal ready. Hä, aber... Das ändert sich doch hier gar nicht, das Schema. Eigentlich schon. Zieh mal den Helm an. Im Inventar sieht es immer gleich aus. Ah, okay, ich dachte schon. Achso, stimmt. Ja, das stimmt. Bro, Skin brauchst du eigentlich auch noch den richtigen. Ja. Stimmt, da muss ich mir auch noch einen Skin machen. Okay, seid ihr ready? Ja, okay, zieh mal an. Ja. Dann zieh ich das jetzt mal an. 3, 2, let's go! 1 und. Bam, bam, bam! Bam! Das sieht geil aus. Das sieht böse aus. Let's go. Junge. Sehr, sehr stark. Wie so eine Einheit jetzt. Das ist krass. Oha. Wir sind wirklich eine komplette Einheit. Sollen wir nicht mal versuchen, irgendwie Ente anzugreifen zu dritt oder so? Boah, ich hab da echt schon einen Plan. Ich würde würd das erstmal so ein bisschen auf Undercover noch machen. Weil angreifen, Xiu und Yami haben den eben auch schon angegriffen. Ich glaube, das ist echt zu schwer. Das Ding ist halt, jeder will jetzt halt die Elytra von dem haben, ne? Ja. Jede Fraktion will die Elytra haben. Mir geht's nicht mal um die Elytra, mir geht's wirklich um Ente zu kriegen. Ich will meine Rüstung wieder haben, Bro. Das ist auch. Und also die Elytra wäre geil. Ey, Bro, wer die Elytra hat, ist hier King. Wenn ich die hab, die gehört uns zusammen. Jeder kann sie haben dann. Ja, wir haben ja sowieso zwei. Wir können ja irgendwie so eine Kiste machen oder so, wo man die verstaut, wenn man nicht da ist. Ich glaube, der wird eine safe in der Ender Chest haben. Ich glaube nicht, dass wir beide bekommen. Na, das stimmt auch wieder. Aber ja, wir checken einfach. Auch. Na gut. Ja. Okay, Jungs, dann, ja. Wenn du was brauchst, ich habe jetzt auch eine Goldfarm. Korrekt. Boah, was, eine Goldfarm? Einfach alles, Bro. Das heißt, warum ich ein Stack Goldäpfel gerade gegeben habe, locker. Bro. Ey, wichtig, ne? Ab jetzt, einfach die Wasserkrieger essen nur noch Goldäpfel. Egal wann. Einfach für den Flex. Ja, na klar. Okay, hast du etwa nicht genug? Ja, hier, noch ein Stack. Ich hab... Oh, das ist gut. Oh, Alter. Ey, okay. Geil. Gut, wir essen nur noch Goldäpfel. Alter. Ja, weg mit dem Dreck hier, Junge. Okay. Ja, wer ist noch Schwein hier? Niemand, Junge. So. Okay, alles gut, klar. Jungs. Dann haut rein. Gut. Bis später. Ciao. Tschüss. Ey, hast du eigentlich schon überlegt, wo du dein Haus bauen willst? Ja, eigentlich hier so in der Gegend. Hier. Ist schon geil, ne? Ja, hier will ich mein Haus bauen, weil es halt direkt darüber zu meiner Farminsel geht. Ich mach vielleicht. Stimmt. Das hier nah dran bauen. Nee, Hafen macht gar keinen Sinn, aber ja, irgendwie. Nee, vielleicht mach ich an der Glaswand direkt dran und dann machst du wie so einen Tunnel aus Glas nochmal rüber. Und ich hab überlegt. Das wäre krass. Alter, einen Tunnel zu bauen. Jetzt, wo wir so viel Gold haben, wieso machen wir nicht die oberste Schicht statt Glas-Goldblöcke? Junge. Also, was ich jetzt echt noch überlegt habe, lass echt oben noch so einen Rand ziehen mit Bäumen. Ja. Und so Striche runter machen von oben nach unten mit so Leuchtsteinen, weißt du, ich meine? Also nicht Glowstone, sondern dieses Prisma, oder wie heißt das? Ja, von so Wasserfarm-Dings. Seelaternen oder so. Ja, genau. Ja, komm, das sollte krass aussehen. Ja, komm, mal. Aber easy. Bro, ich bin jetzt erstmal weiter. Ich auch.
Aber lass auf jeden Fall anfangen. Lass das hier heute noch wegmachen, Bro. Real Talk, das Wasser. Ja, können wir später machen. Können wir gleich machen. Okay. Lass unsere Sachen erledigen für heute. Gut. Dann, alles klar. Wenn was hau ist, rein. Schreib. Ciao. Hau rein. Ciao. Freunde, seit Wochen reden wir davon, diese Wand fertig zu machen. Es dauert so lange, Junge. Aber auf Ansage, wir werden es jetzt auf jeden Fall machen. Guck mal, wie wenig. Freunde, wir haben alles fast fertig. Hier fehlen vielleicht noch 3 Striche oder so. Selbst hier haben wir schon alles erledigt. Das heißt, es geht jetzt wirklich ruckzuck. Aber ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt ganz kurz in die Reaction von Ente sein Video und ich zeige euch, wo der Fehler war. Let's go. Okay, Freunde, hier sitzt im Hintergrund. Wir sind jetzt gerade im Video drin von Ente und zwar hat er das Ganze gestern hochgeladen. Und wir gucken jetzt einfach mal ganz kurz rein. Hier ist er nämlich in seiner Geheimwelt. Junge, erstmal, Bro, wie kacke sieht die bitte aus? Aber passt genau auf. Alleine, dass er Schalker-Chests hat. Leute, die sind nämlich so OP. Bro, er hat eine Schalker-Chest. Und er hat 2 Elytren. Junge, ich muss ja komplett los. Und wie viele Köpfe der hat. Junge, er hat meinen Kopf, den werde ich mir wiederholen. Und das ist die Rüstung von Wife. Die gesamte Ausrüstung, was alles ihm gehört hat, Leute, die ist nicht verloren gegangen. Tracheneier hat er auch. Wir Schalker-Boxen haben jetzt, da können wir eigentlich Stuff überhaupt reinpacken. In Minecraft. Ich würde sagen, ich habe hier noch Tote. So, ich würde sagen, da packe ich mal erstmal die erste Schalker-Box so alle meine Totems rein. Oh, nee, nicht aus dem Inventar, sondern die aus meiner Kiste. Ich muss da mal umräumen. Lass ich alle Schalker-Box mal in meiner Geheimbase einfach. Aber okay. Obwohl das jetzt sehr wertvoll ist. Ja, bla bla bla. Auf jeden Fall, Freunde, der redet halt noch ein bisschen, packt seine Sachen da in die Kisten, macht ein bisschen Ordnung, keine Ahnung was. Dann macht Ente den entscheidendsten Fehler, Junge, das war so. Ich dachte am Anfang, ich kann mit diesem Fehler nicht viel anfangen, konnte ich aber dann doch, Freunde. Und zwar, ihr seht schon, er baut sie jetzt aus der Base raus. Man sieht zwischen ihm und der Außenwelt nur ein einziger Block. Er ist nicht unterirdisch, er ist nicht krass weit oben, sondern ganz normal Erde. Und er baut raus, dann hat man erstmal nichts gesehen. Let's go. Doch dann sieht man Wasser, Freunde. Er ist relativ nah am Wasser. Weil jetzt könnte man halt denken, dass das genau der Strand ist. Aber, passt auf, da geht's noch runter. Kann man jetzt sehen. Und das ist der Fehler, Freunde. Ihr denkt euch jetzt, Bro, das kann überall sein, kann es auch. Aber, Freunde, da steht ein Boot. Das heißt, die einzige Aufgabe, die ich hatte, ich packe meine 7 Sachen und schwimme einmal komplett um die Insel und schaue einfach, wo Boote an irgendeiner Bucht stehen und dann habe ich seine Base. Und ja, was soll ich sagen, das Boot steht immer noch da. Bro, wie kann er das Boot zeigen und das dann nicht wegtun? Junge, das ist wieder so ein dummer Fehler. Weil wenn man jetzt weitermacht, sieht man, dass es links länger ist als rechts. Also rechts geht es quasi gerade lang und links geht es hoch. Und dann war auch schon der Cut und er war wieder beim Alpha Tower. Das heißt, irgendwo da. Wahrscheinlich aus hinterm Alpha Tower. Und ja, Freunde, genau aus dem Grund bin ich zum Alpha Tower und bin von da an losgeschwommen. Und das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Let's go. Okay, Freunde, beim Alpha Tower angekommen. Ihr seht schon, das ist ungefähr die gleiche Stelle, wo Ente damals stand. Und ich nehme mal ganz stark an, oder ich habe ganz stark angenommen, dass er halt von hier irgendwo kommt. Weil da macht es irgendwie keinen Sinn. Da ist die Wasserkriegerbase und. Da wäre mir so ein Boot schon längst aufgefallen. Und ich bin wirklich ungelogen. Hier einfach nur ein paar Meter geradeaus. So, da war das erste Boot. Hier habe ich auch schon geguckt, aber ihr seht auch schon, hier ist kein Gras. Das heißt, hier kann es auch nicht sein, weil da war ja grün bewachsenes Gras und nicht einfach nur Erde. So, hier auch nicht, weil es halt auch vom Landscape her gar nicht passt. Hier war auch ein Boot. Das sah sogar relativ sass aus. Ich hatte sogar kurz überlegt, ob er es irgendwie gespiegelt hat und von hier rauskam. Aber hat alles keinen Sinn gemacht, Freunde. Denn ich habe es ja dann im Endeffekt auch gefunden. Und zwar, wenn man hier einfach weiter geradeaus durchgeht. Kommt jetzt gleich genau die Bucht. Hier stehen überall Boote. So dumm war es sogar gar nicht. Aber da vorne kommt die Bucht, Freunde, wo es zu Sue und den Dreizack-Brüdern geht. Und ja, Freunde, was soll ich sagen? Wenn man genau vorne an der Ecke, und das fand ich krass, dass man in seiner Aufnahme diese Bäume nicht gesehen hat, aber... Moje! Ja! Okay, okay. Oh, er ist online! Bro, er ist gerade online. Warte mal. Okay, ich kann jetzt eigentlich nicht da rein. Wenn er noch online ist, Freunde... Ich kann jetzt nicht meinen ganzen Plan gefährden. Okay, genau da. Und das fand ich auch so lustig, Freunde. Ich habe es auch gesehen. Ich war ja schon drin, wie gesagt. Aber das fand ich noch viel geiler. Er baut hier extra so einen Steg, wahrscheinlich, damit er seine Base findet. Da war die oben oder unten drunter? Ich glaube, die war unten drunter, genau. Das hier hat man gesehen. Ich glaube, es war hier. Ja. Ja, Alpha Clan, ihr seid die Besten. Okay, wisst ihr was? Wir gucken einmal ganz, ganz schnell nochmal rein. Pufferfische, ein Kolben, Effizienz 5, aber nichts Besonderes. Er hat alle Sachen und dahinter ist eine Geheimchest. Okay, komm. Hier war irgendwo eine Geheimchest. Ich habe es eben nochmal in seinem Video geguckt. Aber ist egal. Okay. Ich baue jetzt ganz schnell zu.
Freunde, wir verziehen uns hier nochmal ganz eben. Weil ich, wie gesagt, keinen Bock habe, wenn er nach Hause... Oh, ich dachte gerade, da wäre der gewesen. Bro, ich habe richtig Angst, wenn er nach Hause kommt. Wie gesagt, wenn wir auffliegen, haben wir komplett verloren. Deswegen würde ich sagen... Okay, wie machen wir es? Ich platziere mich jetzt erstmal ganz oben und warte einfach drauf. Junge. Nerv mich nicht, Küper. Wir warten einfach mal drauf, ob der gleich... Er muss ja irgendwann nach Hause kommen gleich. Vielleicht sehen wir ihn ja sogar. Okay, ich muss aber hier mich irgendwie einbauen. Weil der kommt ja von oben geflogen, Freunde. Aber okay, Stuart verlassen. Ich würde sagen, ich warte jetzt mal for real, bis der irgendwann kommt. Ich muss noch weiter runter, damit er mich von oben nicht sieht. Dann sollten wir ihn ja sehen. Genau hier unter uns, ne? Aber egal, Freunde, ich lock mich erstmal aus. Wir sehen uns gleich wieder. Let's go. Warte, ich tapp gerade rein, Freunde. Oh, ich habe eine Lytra gehört. Da unten ist er. Warum steht er da? Er geht rein. Okay, warte, ich will hören, was er sagt. Alter, ich war gerade voll am Chillen, Freunde. Ich habe nebenbei Warzone gezockt. So, warte mal, jetzt sind wir wieder in meiner Base, Leute. Ich muss überlegen, was ich da mache. Was nehme ich noch alles mit? Alles hinter mir her. Ich muss aufpassen. So. Ja, dann pass mal besser auf. Alles ja. Den Kopf von Candy, von Alpha, von der Wife. Ja. Was habe ich noch? Meine Schalker-Boxen. Warte mal, was mache ich? Ich muss hier mal alles umbauen, Leute. Hier sieht doch alles so schlimm aus. Und die Base hat ewig niemand gefunden und die wird doch niemand finden. Let's go, ich muss wieder raus. Ich muss weitergehen. Ich muss unbedingt einen Weg finden, mich einfach wieder an Ball. Boah, wenn ich jetzt auffliege, dann ich raus komplett aus. Leute, let's go, schnell weiter. Und wegfliegen. Junge, wie kann es sein, dass er nicht gebannt wird? Bro, er fliegt die ganze Zeit, Leute, mit seiner Elytra rum. Warte, ich kann mal wieder ausmachen. Wie kann es sein, dass er nicht gebannt wird? Okay, warte. Er wird jetzt nicht wiederkommen. Er ist ja gerade erst weg. Ich guck ganz schnell nach. Okay. Er hat nichts abgelegt. Oh, Bro, ich dachte, er hat vielleicht irgendwas Krasses abgelegt. Leider nicht. Aber okay, wir gehen wieder raus. Ich riskiere gar nichts. Freunde, ich sag euch ehrlich, ich warte jetzt gerade erstmal, bis er wirklich komplett raus ist. Weil mir bringt es halt nichts, jetzt anzufangen mit einer Falle oder irgendwas zu planen. Und auf einmal steht er vor mir. Und mein kompletter Plan geht halt flöten. Natürlich hätte ich den jetzt easy angreifen können. Aber ihr wisst es selber, mit Elytra, der zündet eine Rakete und man sieht ihn nie wieder. Deswegen, ja, Freunde, wir machen nicht den Zu und wollen rekämpfen. Ich muss das Ganze ein bisschen taktischer machen und auch schlauer machen, damit wir den auch bekommen. Ich glaube, viele YouTuber wollen den direkt angreifen, so wie Max eben und keine Ahnung was. Aber das wird es halt nicht bringen, so. Das hilft halt am Ende nichts. Man muss ihm halt einfach eine Falle stellen und irgendwas machen, dass er auch nicht mehr einfach abhauen kann. Ja, Freunde, genau das werden wir machen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder und let's go, bis er endlich offline ist, Junge. Ciao. Okay, Freunde, kleine Planänderung und zwar, ihr seht schon im Chat, Banks, Rippix, Chaosflo. Das Ende? Hallo? Hey, na? Junge, wie random! Hey! Oh, was ist deine Rüstung? Ey, warte mal, wo ist deine Elytra? Ich muss ganz kurz meinen Kopf holen, was meinst du? Ich muss kurz meinen Kopf holen, meine Sachen, die spawnen nicht, ja. Ah, nein! Ist mir scheißegal! Oh mein Gott. Freunde, der wurde einfach gekillt! Warte mal, ist die Elytra weg? Ja, wir müssen die saven, ne? Hallo? Ey, ihr Vibe, der muss seine Sachen holen. Was der hat das jetzt nicht mehr. No! Ja, dann safety. Ja. Junge, der Arme. Der ist hier gerade 5 Minuten hingelaufen. Nein, wir haben versprochen, dass wir den Kopf nicht nehmen. Ist die Elytra drin? Nee, die hatte vorher gesaved. Bro, schade. Wait, man kann das öffnen. Ja, warte. Save die Sachen einmal. Oh mein Gott. Das heißt, er hat keine Rüstung mehr. Von der hat aber die Lumex-Rüstung. Nein, wir haben ihm versprochen, dass wir ihm die Sachen nicht klauen. Okay. Junge, was habt ihr hier in die Luft gejagt? Digga, was ist das für ein Krasser? Ja, wir haben hier gar nichts gemacht, das war alles Ente. Okay. Was geht, Junge? Wir haben uns noch nie gesehen auf der Insel, oder? Hi. Moin, Weißer. Guck mal, ich habe jetzt ein Schwert mit Feueraspekt, Looting, Schärfe. Das habe ich hier gefunden. Das lag hier rum. Ich glaube, ich würde das an deiner Stelle auch einfach mal behalten, glaube ich. Vom Laster gefallen. Ja, das ist vom Laster gefallen. Ich habe den Laster gesehen, wie der hier vorbeigefahren ist. Ey, ihr wisst schon, der macht nur Ärger. Holt die Rüstung von dem mit. Nee, wir haben es ihm versprochen, dass wir das. Da würden wir auf sein Niveau runtergehen, weißt du mal. Bro, aber eigentlich, ich muss seine Rüstung klauen, ne? Er hat meine Rüstung halt noch. Er hat mich doch gekillt im Ernst. Es ist nicht mal seine, es ist Lumex-Rüstung. Ja, Bro. Ich muss es tun.
Ja, damit haben wir dann aber nichts zu tun. Damit habt ihr nichts zu tun. Damit habt ihr aber da musst du auch hier bleiben. Das ist sogar mein Bogen, Junge! Ja. Ich warte hier auf Ente. Oh mein Gott. Quasi, ey. Ich kann seine Rüstung gegen meine tauschen, dann hab ich sie wieder. Ey, ihr habt dick ein Gut bei mir. Auch wenn ihr das natürlich nicht wart, ist ja klar, logisch. Oh mein Gott, Ehre. Warte, komm mal her als Dankeschön. Junge, das ist grad so geil. Ja, zack. Junge, als ich das letzte Mal mit den Wasserkriegern geredet habe, wurde mir mit einer Atombombe gedroht. Ich sag, ja, Junge. Ja. Junge, oh, so nee, schnell kann sich das Blatt wenden. Alles wieder gut, alles wieder gut. Ach, hier ist doch Ente. Hey. Freunde, ich hab einfach seine Rüstung. Ist das so krass? Es, boah, ich komm gar nicht klar. Guck mal, die Pickaxe. Die Pickaxe. Ein Geräusch so von ihm gehört. Boom, tot. Ey, guck mal gerade bitte. Flo, guck mal, wie die Pickaxe heißt. Ey, er ist wirklich das, so das ist wahrscheinlich seine eigene, oder? Ja, das ist seine. Vibe einfach. Das ist seine, das ist seine. Sind die Totems geklaut oder sind das seine? Nee, die Totems sind nicht von mir. Nee, die haben eine Farbe. Ich kann auch behalten. Ja, die Sachen will ich auch gar nicht wieder. Ich will echt nur mein Zeug wieder haben. Der Rest. Ich will nur seine OP-Rüstung. Wer ist da oben? Das ist Ente mit meiner Rüstung! Junge! Der hat noch eine Rüstung. Ja, das ist meine. Ente, ganz kurz. Sachen gesichert. Ente, ich hab alle deine Sachen. Guck mal hier, zack, guck mal hier. Der Ente, damit haben wir nichts zu tun, dass der Vibe das geklaut hat. Davon distanzieren wir uns sehr stark. Junge, ich krieg dich noch, glaub mir, Ente. Hä? Junge, guckt ihn euch an, wirklich. Wie kann man so ein 31er sein? Ente, glaub mir, fühl dich mal nicht so sicher, ne? Alles gut. Deine Sachen liegen hier in der Kiste, ne? Also Junge, jetzt außer glaub ich alles. Jetzt glaube ich alles, ist mir auch egal. So. Digga, jetzt haut hier noch Mimimi raus. So, drei, zack. Zack, zack, zack. Ey, ich hab doch drei, krieg ich auch was? Ender Chest. Ich hab drei Zack. Ente, ja! Damit haben wir aber nichts zu tun, ne? Ich sag, wir halten uns an unser Wort. Ich sag so. Alles gut, alles gut. Wir haben nicht mal deinen Kopf genommen, gar nichts. Die haben gar nichts gemacht. Was habt ihr gerade für eine TNT? War das TNT oder was war das? Ja, wir sind ja, es war TNT, wir sind ja alle gestorben. Ey, du, dann kommst damit auf! Ich wollte nur gucken, ob mein Bogen noch klappt. Alles gut. Ja, Ente, ich bin da mal weg mit deinen Sachen, ne? Liebe Grüße. Hey, gib mir meine Sachen. Danke nochmal. Ciao, ciao. Ja! Junge, ich hab's ja. What? Freunde, ich komm gerade nicht auf mein Leben klar. Ich wollte eigentlich Real Talk vor seiner Base jetzt einfach nur noch warten, bis er wiederkommt. Auf einmal sehe ich im Chat, wie er gekillt wird. Und ich habe mir alles geholt. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Junge, ich habe immer noch dieses Ass im Ärmel, dass wir gleich ihn auseinandernehmen in seiner eigenen Base, Junge. Und er weiß gar nichts. Ey, Freunde, ich komme dir von Leben klar. Ich gehe jetzt erstmal kurz zur Wasserkrieger-Base. Ich habe schon so viel Zeug von mir wieder. Meine Pickaxe und keine Ahnung was. Hä? Warum wurde hier gesprengt? Junge, was soll das schon wieder? Aber okay, Ami ist leider nicht mehr online. Aber ich werde es direkt hier in die Ender-Chest packen. Erstmal, wo Ente nicht hinterherkommt. Bro. Zack. 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 Lumex-Schwert. Ist irgendwie anders. Ja, ich pack's erstmal rein. Dann meine eigene Pickaxe, Freunde. Da haben wir sie wieder. Dreizack war auch nicht meiner. Also der hier schon. Der ist von Amir. Der hier war auf jeden Fall nicht von mir. Ich glaube, der war dann auch von Lumex oder so. Aber wie gesagt, meinen hat er noch. Was Ente halt nicht weiß, Freunde, es geht halt noch weiter. Alle Sachen, das ist so krass. Er hat zwei Rüstungen gehabt. Eine davon haben wir und die zweite, die holen wir uns heute auch noch. Leute, ich sag euch ehrlich, ich hoffe, dass alles gut geht. Ich hoffe, dass nichts auffällt. Okay, er ist offline. Das heißt, wir können jetzt zu seiner Base. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Angst, dass er noch... Ich warte zur Sicherheit nochmal so 10 Minuten. Aber Freunde, let's go. Wir haben alles. Ich mache mich jetzt auf den Weg nochmal zu seiner Base. Dann sehen wir uns gleich wieder. Let's go. Ciao. Okay, Freunde, so langsam sollte die Luft rein sein. Ich habe jetzt auch schon richtig viel Obsidian gefarmt. Ihr seht schon, 1, 2, 3, 4 Stacks. Die machen wir jetzt gerade noch voll. Ich glaube, da fehlt jetzt noch der halbe Stack. Und habe mir jetzt auch schon einen kleinen Plan gemacht. Ich habe wirklich überlegt, was kann ich jetzt an geiler Falle bauen? Soll ich irgendwas mit TNT bauen, dass er in die Luft fliegt und keine Ahnung was? Zum Beispiel, wie kann das denn sein? Was macht der denn den ganzen Tag? Der disconnected wieder für 10 Minuten, dann kommt er wieder. Ich wollte gerade jetzt zu seiner Base gehen. Aber egal, Freunde, was ich sagen wollte, ich könnte jetzt halt easy irgendeine geile Falle bauen mit TNT, Minecart und alles fliegt in die Luft und dies und das. Aber ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlau. Weil aktuell hat Ente halt in seiner Base ja auch sein Bett, was wir eben gesehen haben. Habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Und jetzt dachte ich mir, ich mache einfach Trick 17. Wir bauen eine versteckte Obsidianschicht um sein Haus, platzieren uns über seinem Eingang. Das heißt, sobald er in der Base drin ist, baue ich mich runter, mach alles dicht, Freunde. 1 gegen 1 PvP wird eh easy. Hä? Der Admin ist da. Was kommt jetzt? Ey, wenn jetzt Ente gebannt wird, bitte nicht. Freunde, ich bin so kurz an meinem Ziel.
Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ich werde mich dann halt runterbauen, die Blöcke, wo er reingekommen ist, mit Obsidian zubauen und ab dann kann er nicht mehr easy raus. Weil ihr wisst es selber, Freunde, Obsidian dauert halt immer ein bisschen. Und wenn ich währenddessen auf ihn einschlage oder so, dann hat er halt keine Chance. Ich werde mir vorher Stärketränke alles reinziehen. Und ich werde auch gar nicht mit dem reden oder so. Ich werde direkt Tränke ballern und voll drauf gehen, Freunde. Und erstmal den Kill saven. Und wenn wir dann alles bekommen haben, dann werden wir auf jeden Fall irgendwie schauen. Das Problem ist, ich muss halt wirklich auf den Moment abwarten, wenn er mit der Elytra nach Hause kommt. Weil es bringt nichts, wie gerade bei Banks, dass er sie halt in der Ender-Chest hat. Weil ich will ihm das auch klauen, Freunde. Das wird ihm richtig wehtun und da habe ich richtig Bock drauf. So, wie viel haben wir? Okay, genau die Stacks fertig. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wann er nach Hause kommt und erst recht weiß ich nicht, ob er die Elytra anhat. Deswegen kann morgen in der Folge wirklich alles passieren, Freunde. Ihr müsst unbedingt einschalten. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir den catchen. Ich bin mir eigentlich sicher, wir werden ihn catchen, Freunde. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück hier zu unserer alten Base. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr den Weg hier noch kennt, Freunde. Darüber hat uns ja damals Alphastein sogar gefunden, wegen den ganzen Fackeln da vorne. Freunde, einfach bei der OG-Base hier. Damals, wo ganz, ganz am Anfang meine Geheimbase war. Da sind wir jetzt. Hier war dann gleich diese Treppe nach oben. Und Junge, ich war hier so lange nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal habe ich hier TNT gefarmt, dass wir auch Ente damals eingesperrt haben. So, deswegen gehen wir jetzt hier einmal schnell hoch und sind dann auch soweit ready. So. Machen das mal hier ein bisschen schneller. Okay, ich hoffe halt wirklich, dass er sich ausloggt. Ich hoffe halt A, dass er gerade nicht gebannt wird und B, dass er sich auch ausloggt. So, wir laufen schnell mal den Gang hier nach vorne. Kommen wieder beim Alpha Tower raus. Okay, Freunde. Und ich würde sagen, ich... Wer hat denn hier gesprengt? Was ich aber sagen wollte, Freunde, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz zu unserer Wasserkrieger-Base. Ich muss gerade einmal alles vorbereiten. Ich brauche Tränke für den Angriff. Ich werde auch nur einen Trank jedes Mal brauchen, weil das Ding ist, er wird hoffentlich direkt down gehen. Weil, Freunde, ihr kennt es halt selber, wenn man gerade in so einem unerwarteten Moment einfach reincrasht, dann hat man meistens auch keine Chance. In der Zeit, bis er realisiert, dass er gerade von mir Schläge von hinten bekommt oder so, er wird schon down sein, denke ich. Ich werde probieren, nur Crits reinzuhauen und dann ist er, glaube ich, so nach 6-7 Schlägen down. Plus, ich werde parallel noch Feuer, also Lava, unter ihm platzieren. Aber ja, Freunde, ich bereite mich vor. Jetzt machen wir noch ein letztes Mal einen Cut und dann sehen wir uns gleich bei seiner Base. Let's go. Okay, Freunde, ihr seht es im Hintergrund. Wir sind jetzt komplett ready. Wir stehen hier wieder vor der Base von Ente. Ich habe wirklich alles vorbereitet. Ihr seht schon, ich habe Stärketränke, Feuerresistenz und ich werde ihn ja mit Lava trappen. Und ich werde gleich hier auch nochmal alles ein bisschen aufräumen, damit wir perfekt alles haben. Aber Leute, wie gesagt, ich bin der Einzige auf dem Server gerade und ich gebe jetzt Gas. Ente wird safe ja heute nochmal wiederkommen. Deswegen, so, wir bauen jetzt alles ab und machen quasi eine zweite Schicht. Er wird es gar nicht raffen, er wird es gar nicht raffen. Wir umranden jetzt quasi einmal komplett alles mit Obsidian, Freunde. Und zwar so, dass er es nicht sehen wird. So, ich packe erstmal hier wieder alles schnell hin. Ich habe mir extra eine Schaufel mitgenommen. Okay, die ist gleich schon kaputt. Aber ja, überleg gerade. Okay, hier außen müssen wir auch alles abbauen. Ich werde das Ganze eins nach vorne machen. Ich hoffe, es wird ihm nicht auffallen, aber ich werde geoforcen, dass es am Ende wieder so aussieht, wie es jetzt aussieht. Und dann würde ich sagen... Okay, welche Höhe ist das ungefähr? Die hier. Hier ist quasi die Decke. Das Schöne ist, Leute, er hat halt in den Berg reingebaut. Das heißt, hier geht's wieder runter. Genau, hier geht's direkt wieder runter. Aber ich muss halt nicht mal so viel geoforcen. Weil das kann halt alles genau so bleiben. Das heißt, wir müssen ja nur die unterste Schicht machen. Ich weiß halt nur nicht, bis wie hier. Okay, bis hierhin. Bis hierhin. Cleanstone haben wir auch noch genug. Machen wir jetzt hier einfach richtig schön einmal die Decke full in Obsidian. Geht's hier noch weiter? Ja, hier ist der letzte Block. Machen wir hier auch noch. Okay, hier geht's dann wieder weiter mit Cleanstone. Und das Geile ist, er wird's halt niemals im Leben raffen. Ihr seht schon, wenn man jetzt nach oben guckt, man kommt ja nicht drauf, dass da drüber jetzt Obsidian ist. Wisst ihr, wie ich meine? Dann bauen wir wieder alles clean zu und dann haben wir die ganze Decke. Und sobald er irgendwas abbaut und abhauen will, ja, grüß dich, Moje. Okay, bauen wir alles ab, dann geht's hier genau weiter. Er muss ja wirklich nur hier einmal reinkommen, das reicht ja schon. Das heißt, nur die zweite Ebene. Vorne die paar Cobblestone lassen wir auch da, wo sie sind. So, easy peasy. Machen hier auch einmal alles mit Obsidian. Ich sag euch ehrlich, Freunde, das ist eigentlich so ein easy Ding, was ich jetzt hier mache. Das ist die Hauptwand, dann bauen wir hier dahinter die Wand. Auch noch einmal kurz doppelt. Ich glaube, da müssen wir jetzt aber vorne auch wieder rausgucken. So, hier kommen wir schon wieder raus. Okay, das ist jetzt der erste Block. Aber hier müssen wir gleich ja auch noch die Vorderseite. Aber theoretisch, Moment. Dann haben wir jetzt was vergessen. Hier oben drüber, da müsste Obsidian sein. Ne, das ist halt der Vorderbereich. Okay, hier ist Obsidian drüber. Das geht genau bis zur Außenwand. Das heißt, okay, hier die Schicht muss ich auch noch Obsidian machen. Wichtig. Und dann kreuzt hier quasi das nächste Obsidian dran. Ich darf echt nicht einen Block oder so überlassen. Ansonsten kann er dadurch entkommen, Freunde. So.
Alter, ich muss halt echt Gas geben, ne? Freunde, er wird auf jeden Fall ja wiederkommen. Okay, Freunde, dann haben wir die Wand und wir haben die Wand. Ach ja, und die Decke. Jetzt wird nur noch der Boden. Ich glaube sogar, der Boden wird der wichtigste Teil, weil da, er wird direkt den hier machen und runterbauen. Aber zuerst ist die Wand hier dran. Okay, ich baue jetzt alles einmal ab hier. Das hier ist jetzt mit Erde. Wobei brauchen wir gar nicht so viel abbauen. So, wir gehen ja nur in die zweite Schicht, weil die muss wieder aus Obsidian sein, Freunde. So, wieder vom Boden aus. So, dann bauen wir jetzt hier einmal durch. Auch wichtig, Freunde, wieder straight komplett bis nach oben. So, das hier müsste der letzte Block sein. Ja, bam, bam, bam. Bauen hier auch wieder zu, Freunde. Erde, Erde. Dann fällt es auch nicht auf. Komplett die Wand auch noch fertig. Und dann würde ich sagen, müssen wir den vorderen Teil noch machen. Das wird jetzt so ein bisschen eine Challenge. Aber im Endeffekt muss das Ganze so hier aussehen. Wobei, das halt zu auffällig, ne? Vorne darf es halt auf gar keinen Fall irgendwie auffallen. Das heißt, wir müssen quasi den ganzen Berg noch eins nach vorne schieben. Zack. Bauen hier dieses lange Ding hin. Das halt so machen, dass es real aussieht. So, zack. Weil gerade auch die vordere Wand müssen wir original hinbekommen. Ich glaube, ich baue das Obsidian nicht hier hin. Oh, ich habe so Schiss, dass der gerade sich wieder einloggt, Freunde. So, ich mache Helligkeitsmod nochmal aus. Sondern wir bauen die auch straight. Ich glaube, es ist gerade viel zu kompliziert gedacht. Einfach nur eine Wand hinter der hier. Das hier ist ja die Wand, wo er reinkommt. Nee, ist es nicht. So sieht das ja aus, seine Wand. Boah, Freunde, es ist wirklich schwieriger, als ich dachte. Weil den Teil hier können wir nicht. Den Teil können wir nicht. Es darf halt nicht auffallen. Wenn er einmal drin ist, ist easy. Das Problem ist halt nur, der Eingang ist halt nur eine Wand breit. Das war's. Okay, ich glaube, ich werde es einfach so bauen, dass ich hier irgendwie von oben runterfalle. Oder dass ich hier stehe und auf ihn warte. So sieht man mich halt nicht. Und sobald er drin ist, Freunde, mache ich direkt hier sofort zu. Ich spam-klicke da einfach alles. Wisst ihr, wie ich meine? Weil, wenn ich es jetzt wieder so baue, dann geht's, glaube ich. Aber dann ist halt der Gang hier zu doll. Dann muss ich es halt auch so machen, ne? Geht nicht anders. Bauen wir hier noch einmal zu. Oh, ich dachte gerade, Junge. Okay, das hier muss ich wegmachen. Es geht gerade nicht. Aber da drüber ist eh noch eins. Daher easy. Okay. Freunde, das sollte so relativ real aussehen, wenn er jetzt hier ankommt. Jetzt verkleiden wir gerade noch hier oben drauf alles. Ein bisschen Geofencing, damit es halt auch real aussieht. Es muss halt alles grün werden, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Aber so sieht man jetzt auf jeden Fall erstmal nicht, dass hier irgendwas noch zusätzlich gemacht wurde. Okay, außer hier. So, aber ich glaube, das sieht relativ gut aus, Freunde. Das heißt, wenn er jetzt hier hinkommt, sieht alles ganz normal aus. Aber jede einzelne Wand ist aktuell, außer hier ganz vorne, aus Obsidian, beziehungsweise mit Obsidian verstärkt. Egal, wo man jetzt abbaut, Freunde. Ob hier, wirklich ganz egal, wo. Auch wenn er hier hinten abhauen will. Auch hier, es ist überall Obsidian. Und das sogar auf der Decke, Freunde. Also egal, er wird nicht rauskommen. Es ist nicht möglich. Die einzige Sache, die wir jetzt noch machen. Die Bodenschicht machen wir jetzt noch komplett. Das ganze Fundament wird jetzt auch noch einmal aus Obsidian gemacht. Vielleicht machen wir da sogar eine doppelte Schicht. Einfach, weil sicher, sicher ist. Okay, hier geht's rein. Perfekt. Das heißt, bis hier muss alles aus Obsidian sein. Hä? Hat der hier schon ein Geheimbase oder einen Keller? Okay, irgendwas hat er hier schon. Aber ist egal, da geht er eh nicht rein, denke ich. Oder hoffe ich mal. So, von hier bis hier. Ist ja richtig, oder? Hier ist die letzte Wand. Ja. Zack, und hier oben müsste jetzt theoretisch schon Obsidian. Ah, ne, hier haben wir Obsidian. Okay, easy. Okay, dann passt das noch besser. Dann bauen wir jetzt hier gerade noch diese Zweierreihe ab. Und dann sind wir komplett secured, Freunde. So. Quasi bis hier ist die Wand, die wir nicht brauchen. Und ab hier bauen wir jetzt wirklich komplett eine schöne Obsidian-Schicht. Und das in doppelter Ausführung, Freunde. Weil ich glaube wirklich, er wird nach unten abhauen. Er wird direkt nach unten abhauen. Bauen wir den mal besonders sicher. Wir haben es geschafft. Es hat genau gereicht. Gerade noch so. Hier noch so ein kleiner Weg nach draußen. Warte, wie viel fehlen noch? 1, 2, 3. 3. Okay, perfekt. Und wir bauen wieder alles zu. Denn, Freunde, Regel Nummer 1. Keine Spuren hinterlassen. Bam. Bam. Junge, es sieht clean aus. Okay, wir müssen den Eingang natürlich noch machen. Und das Ganze wächst sogar wieder. Ihr seht schon, überall ist grün oben drauf. Auf easy. Ja, hier gleich auch noch. Oder wisst ihr... Boah,
ich dachte gerade, da ist jemand. Okay, okay, dann kann man hier reingehen. Auf locker schmockig. Ah, okay, jetzt kann ich abbauen. Ich hatte Angst, dass man Obsidian sieht. Weil hier ist ja quasi auch noch Obsidian. Ja, das... Dann lassen wir das so. Okay, hier machen wir auch noch zu. Wobei, hier kommt keine Sonne. Warte, ich baue mal ganz kurz ein bisschen grün noch ab. Das ist ja das Geile, Freunde, dass wir mit der behutsamen Pickaxe ja auch grüne Sachen abbauen können. Weil, Freunde, wir haben jetzt echt keine Zeit zu warten. Wenn er sich gleich einloggt, dann muss ich sofort drauf gehen. Okay, 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 okay. Erde, bam, bam. Wobei, es wird jetzt schon wieder grün. Bam. Puh! Okay, noch gerade die paar Stellen hier ausbessern, Freunde. Und dann würde ich sagen, haben wir das Ding soweit durch. Die gesamte Base ist jetzt mit Obsidian ummantelt. Wir sind quasi in einem Obsidian-Bunker drin. Das heißt, egal was wir hier sprengen, nichts kommt mehr raus, Freunde. Alles wird hier drin bleiben. So, dann haben wir hier die Sachen. Kugelfisch einmal auch geil zum Vergiften eigentlich. Aber lassen wir jetzt erstmal alles so, wie es ist. So, Huschen 2. Oha, geil. Nimm ich mit. Junge, einfach Huschen 2. Was geht denn jetzt ab? Hier noch irgendeine Rüstung. Hat die hier noch irgendwas Krasses? Nee, ne? Außer Obsidian überall, ja. Außer überall Obsidian. Ich glaube aber nicht, Freunde. Ich würde sagen, dann bauen wir jetzt mal einmal alles zu. Ich werde mich hier platzieren. Ah, hier kommt halt auch Obsidian, ne? Aber es doppelt. Stimmt, es doppelt. Dann bauen wir uns einfach schnell hoch. Weil hier kann ich mit grün zumachen, dann hört er nicht. Und dann werde ich ihn sofort angreifen. Ich baller mir Tränke und greife sofort an. Wobei, nee, das macht alles keinen Sinn. Freunde, ich muss draußen warten. Ich muss die Tür zumachen mit Obsidian. Ich besorge jetzt noch ein ganz, ganz bisschen Obsidian. Oder hat er hier drin noch was? Ja, das reicht sogar. Oh. Hier ist alles schon verdoppelt. Und hier brauche ich echt nur 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thema geklärt. Weil hier drüber ist ja auch Obsidian, Freunde. Nach vorne raus geht eh nicht. Let's go. Boah, Bro, das ist die Meta. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, ich baue wieder alles zu, damit nichts auffällt. Mach alles komplett ready. Ja, es fällt nicht auf, 100% nicht. Und platziere mich hier irgendwo im Berg. Vielleicht sogar hier unten drin. Ja, hat er selber gebaut. Hier ist zwar wieder die Obsidian, aber genau hier platziere ich mich, Freunde, im Dunkeln. Nee, ich bleibe oben. Ich riskiere nicht, runterzugehen. Am Ende hört er mich Blöcke bauen, okay. Dann würde ich sagen, Freunde, bleiben wir ganz genau hier. Ich warte jetzt, bis ich Enter einloggt. Mach ganz kurz mein Inventar noch ready. Mit Stärke, mit Schnelligkeit und Schwäche habe ich mir für Enter extra geholt, Freunde. Und Fire Rest muss ich machen. Pickaxe brauche ich erstmal keine. Ich muss gleich Obsidian ganz schnell bauen, wichtig. Goldäpfel muss ich ready haben. Und ich würde sagen, ich mache direkt ein Totem in die Hand, weil ich gehe jetzt all in, Leute. Und Lava einmal packen wir statt Dreizack. Ich will nicht abhauen, ich will nur fighten, Freunde. Schild brechen und normales Schwert. Und dann würde ich sagen, geht's richtig los. Bogen brauchen wir auch keinen, weil wie gesagt, in dem kleinen Raum, ich werde nur mit dem Schwert und Stärke draufhämmern. Ich glaube, das bringt am allermeisten. Ich könnte eigentlich noch Schild reinpacken und den Totem hier hin machen und dann mit dem Hotkey den switchen. Aber ich würde sagen, Freunde, wir lassen es jetzt so, wie es ist. Ich werde den Überraschungseffekt nutzen und direkt drauf gehen. Ich werde nicht vorher sagen, hey, Ente, sondern sobald ich höre, dass er mit der Elytra in seine Base kommt und er wird heute safe noch nach Hause kommen, Freunde, gehe ich rein und hole mir alle meine Sachen wieder. Ich werde jetzt wieder AFK gehen, mache jetzt einfach wieder den hier, spiele ein bisschen Warzone und sobald ich eine Elytra höre, Kampfmodus an und voll rein da. Deswegen, ja, Freunde, drückt mir die Daumen. Morgen werdet ihr sehen, wie das Ganze ausgegangen ist. Deswegen sehen wir uns morgen. Haut da rein und lasst einen Daumen nach oben da, ganz, ganz wichtig. Und Ente, wenn du das hier siehst, wünsche dir einen schönen Urlaub. Ciao. Wow, da ist ein Zombie neben mir. Ey, ich baue mich in eine Base, Bro, was ist denn hier passiert? Ey, ich glaub, ich war schon mal hier. Auf gar keinen Fall darf ich Herzen verlieren. Als ich damals klein war, war das Leben einfach. Ganzen Tag nur Minecraft, ich konnte nicht verlieren. Mit Elytra und einem